So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, jetzt geht's weiter mit Let's Play Wolfenstein 3D. Spear of Destiny. So, jetzt sind wir beim Level 7. Schauen wir mal, was hier alles so abgeht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, also im vorherigen Part war das schon... Ich sag jetzt, es war nicht schlimm, aber... Die Episode hat da auf jeden Fall, also Spear of Destiny hat da auf jeden Fall gezeigt, dass der Schwierigkeitsgrad da auf jeden Fall es ernsthaft meint. Also wenn man auf Bring Him On spielt, dann muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass man hier wirklich dann auf Bring Him On alles machen soll. Mein Leben. Ich möchte auf jeden Fall heute schauen, ob ich vielleicht nicht bis zum 12. Level oder 13. Level vorankommen könnte. Also wenn alles natürlich gut klappt. Ich hoffe es natürlich. Weil wir müssen auch vorankommen. Ja. Hat man richtig gut angefangen, was? Oh, Junge, Junge. Natürlich, von zwei Seiten mich angreifen. Ja, natürlich. Schlimmer kann es nicht werden, was? Mein Leben! Yeah.
Mein Leben! Mein Leben! Mein Leben! Mein Leben! Bian! Ein Roman! Soweit so gut. Also, der 7. Level war auf jeden Fall nicht schwer. Ich habe das ganz gut hinbekommen. Okay, Level 8. Kurz speichern bitte.
Oh. Ha, hinter dem Secret waren also Feinde versteckt. Interessant. Mein Leben! Von wo kam bitte schon dieser blöde Köter? Ey, sind jetzt die Gegner hier plötzlich auch unsichtbar? Ey, das ist aber richtig unfair.
Okay, so nicht. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Oh, Junge, Junge, Junge. Es wird immer besser und besser, nicht wahr? Es ist einfach unglaublich, wie viel Munition ich an den Kerlen hier verschwenden soll. Die wollen sich einfach nicht töten lassen. Kommt raus, kommt raus. Scheinbar haben die keinen Bock mehr.
aber ich habe da auf jeden Fall ein paar gehört. Noch 1% Leben, meine Fresse, ey. Ja, das war zu erwarten. Puh, Junge, ey. Das war zu erwarten. Mit 1% Leben. Okay, Leute, ich weiß nicht, was das gerade war, aber bei mir ist das Spiel plötzlich da abgestürzt. Bitte entschuldigt mich dafür. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Da muss ich das Spiel dann neu starten und OBS auch natürlich noch neu dazu. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Das passiert mir jetzt nicht wieder. Was war das denn gerade, ey? Einfach abgestürzt und das war's. Kann sein, dass ich vielleicht ein Update bei OBS machen muss oder auf Steam. Aber ehrlich gesagt hat bei mir Steam noch keine neuen Updates registriert. Und bei OBS ist es auch schon. Ich weiß nicht. Hauptsache es funktioniert jetzt. Hoffentlich. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es jetzt da keine weiteren Abstürze geben wird. Aber stellt euch mal vor, ich kämpfe gegen einen Boss und plötzlich kommt der Absturz. Nee, darauf habe ich keinen Bock, vertraut mir. Puh, okay, geschafft. Auf zu Level 9. Dieses Mal bitte ohne Abstürze, ja? Bitte ohne Abstürze. Oder sonstige Bugs, Glitches oder weiß was ich. Stellt euch mal vor, der Spielstand wird gelöscht wegen irgendeinem Bug oder wegen einem Spielfehler. Stellt euch mal vor, ich muss dann alles von vorne machen. Nee. Ich werde da so richtig ausrasten, falls es passiert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht passiert, aber... Naja, wisst ihr, es ist Technik. Das alles ist nur eine Frage der Technik, wie man es gerne auch sagt, ne? Man weiß ja nie.
Nein, Roman! Allzu so gut. Also wir kommen auf jeden Fall jetzt richtig gut voran. So, jetzt kommt der zweite Miniboss. Darauf habe ich jetzt richtig gewartet. Hm.
Ich hoffe, mit ihm werde ich nicht so viele Probleme haben. Er ist aber eigentlich ganz easy auszuschalten, also so schwer ist er auch nicht. Problem sind seine Wachen. Kein Secret geben, da ist es. Da ist es, da ist der gute Secret. Gut, dass wir auch hier wenigstens Medikits haben. Für den Fall, falls es da richtig üblich wird. Falls da übel wird, meine ich. Nicht üblich. Üblich, ey. Ey, von wo kam er, bitteschön? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt geht diese Farce wieder los, oder wie? Wir greifen dich von links, von rechts, von oben, von unten an. Ach, Jungs, 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 ey. Okay, wir haben schon mal den Schlüssel gefunden, das ist schon mal was Gutes. Wo versteckt sich dieser Kerl? Unser Boss. Der Mini-Boss, besser gesagt. Hinter dieser Tür muss er sein. Bin mir sowas von sicher. Kurz speichern für alle Fälle. Aber ich bin mir sicher, dort wird es von Wachen nur so wimmeln. Mein Leben! Die Schüsse sind mir eigentlich so oder so egal. Bier. Bier.
Da ist er. Leute, darf ich vorstellen? Das ist Barnacle Wilhelm. Ja, komischer Name, ich weiß. Aber so heißt er. Man nennt ihn auch andersrum, auch statt Barnacle, auch Bill Wilhelm. Ja, komischer Name, ich weiß. Es ist ein ranghoher Offizier hier und... Ja, er ist mit einem Raketenwerfer ausgerüstet und... eine Minigun. Und ja, seine Anfangsworte waren, ach so. Ich denke mir auch so gerade, ja, ach so was. Ach so, du hast mich gekillt. Ja, wunderbar. Also die Bosse in Wolfenstein 3D haben ab und zu mal so richtig lustige Sprüche. Aber damit ist es auch viel, viel lustiger. Genau, ach so. Also, der hat sogar eine Schutzweste an. Ja, wenn schon. Wenn schon sein muss, dann sterbe ich halt. Ja, Barnacle Wilhelm haben wir besiegt. Wie gesagt, er war nicht so besonders schwer. Er ist ganz leicht auszuschalten. Okay, zwei Bosse haben wir schon jetzt besiegt. Drei andere erwarten uns noch. Ich weiß auf jeden Fall, dass eine von den drei Bossen ist schon eine richtige Hammernummer. Also mit dem soll man sich auf jeden Fall nicht so leicht anlegen wie mit den beiden hier. Für alles, weißt du? Für alles. Ich habe noch 9 Level vor mir, Leute. Also ich komme auf jeden Fall richtig ganz schnell voran, aber... Ja, ich sag mal so, nicht ohne Fehler. Ich hoffe, dass ich gleich nicht sterbe. Ich will das Ganze jetzt nicht von vorne anfangen. Krank. So, unser Barnacle, ach so, Wilhelm, wurde besiegt. Der zweite Boss ist jetzt erledigt. Und ich mache weiter mit Level 11. Kurz speichern bitte. Okay, mit dem Post-Wessel-Lied wieder mal. Ich habe mir auch gerade die Karte angeschaut. Ach du meine Fresse, was ist das denn bitte schön für ein Zirkus? Das ist ein richtiger abartiger Labyrinth hier. Ich hoffe, ich verirre mich hier nicht. Mein Leben!
Mein Leben! Bubble.
mein Leben! Wow, also dieser Level hat wirklich gesessen. Boah. Ich habe da beinahe meine Orientierung verloren. Also ich sag's euch, die Karte für diesen Level. Das ist richtig verrückt. Ich frage mich, wie die Entwickler das Ganze gemacht haben. Bestimmt dachten die sich so, okay, wie schwer können wir einen Level basteln? Ja, machen wir es viel schwerer. Und dann haben die da reingehauen, was das möglich ist. Das Level-Design hier in Wolkenstein 3D ist schon sehr interessant, aber auch ziemlich, ja, fragwürdig. Wenn ich schon zum Beispiel bei Wolkenstein 3D das mir anschaue, weil da gibt es auch einige Karten, die haben da
bestimmte Easter Eggs. Und es gibt auch einige Karten, die sind dem Hakenkreuz auch nachgestellt. Aber hier sind die irgendwie, ja, auf eine komische Art und Weise gemacht. Mein Leben!
Gas!
Das nenne ich mal eine Schatzkammer. Hohoho. Alles her damit. Alles gehört mir. Geschafft. Level 12 geschafft. Meine Fresse, Leute. Das wird langsam anstrengend. Aber ich gebe nicht auf. Ich mache weiter. Ich mache weiter. Puh, Junge, Junge. Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle einen Schnitt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Wolfenstein 3D Spear of Destiny. Im nächsten Part wird es dann weitergehen.